Hallo, ihr lieben kreativen Freunde, willkommen auf meinem Kanal Melly's Moments. Ja, ich würde jetzt heute hier nochmal kurz vom Wochenende, auf dem ich welches ich nicht zu Hause verbringe, deshalb kommt jetzt nur noch mal schnell am Freitag ein Video und dann müsst ihr ein paar Tage warten. Aus diesem Hannemühle Watercolor Selection Paket. Das erste haben wir verarbeitet, habe ich verarbeitet. Das zweite habe ich in Arbeit. Ich weiß noch nicht, ob ich euch das zeige. Es ist absolute Katastrophe geworden, dieses Bild. Ich weiß nicht, ob ich das retten kann. Und wenn ich etwas nicht retten kann, das heißt schon was. Also geht's heute zum dritten über. Ein aus Agave bestehendes Papier, 290 Gramm, kalt gepresst. Soll sehr smoothig sein, sehr schön für Überläufe. Ja, draußen regnet es, das Wetter ist wie Herbst und daher ist mir irgendwie so ein bisschen nach Blättern und ich glaube, ich male da ein bisschen was Blättriges drauf. Ja, ich bereite alles vor und es geht gleich los. So, ich habe mir das große Blatt wieder halbiert, habe mir das hier nur mit den vier Ecken fixiert. Im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, ich hätte es wie immer komplett geklebt. Es fängt dann doch an, es sich etwas zu wellen und man muss zusehen, dass man es wieder glatt bekommt. Aber es ging dann noch, es war dann noch okay. Ja, und jetzt mache ich hier nur ein paar ganz zarte Farben, nass in nass Technik. Es sollte nur ein ganz Hauch zarter Hintergrund werden. Ich lasse das hier jetzt auch extra alles ein bisschen schneller laufen. Also ich denke, das ist etwas, was ihr auch alle hinbekommt. Und ja, jetzt ist das schon getrocknet und ich habe es noch mal ein bisschen fixiert mit Klebeband an den Seiten. Schöne Übergänge. Also dafür eignet sich das Papier schon mal super. Und ich hatte hier noch so Restefarben auf meiner Palette. Die habe ich erstmal wieder aktiviert. Ihr wisst ja, glaube ich, mittlerweile, ich kann so schlecht Farben wegtun. Und ja, passt ja hier heute auch zu dem Rosa. Und jetzt geht es einfach los. Ich werde gleich die Geschwindigkeit wieder etwas erhöhen. Ich male einfach unterschiedlichste Arten von Blattformen. Später wird da drin noch ein bisschen gedudelt, gekritzelt. Das Ganze mit Glitzerfarbe und mit Gold verziert. Und ja, das ist jetzt hier nichts Spannendes. Ich kann euch wieder mal empfehlen, wer ein Skizzenbuch hat, sich da gerne mal die verschiedenen Formen, die einem so einfallen, auch mal reinmalen. Manchmal so wie an so einem Abend wie jetzt, da fehlt einem dann doch mal, wo ich denke so, oh, was gibt's noch für Blätter, ne? Ja. Und ich setze auch immer wieder Kringelchen einfach in die Lücken, um das Bild ein bisschen zu füllen und die Farbe, die ich dann gerade im Pinsel habe, verteile ich ein bisschen. Ja, und dann erhöhen wir ab hier mal die Geschwindigkeit. Ja, es hindert euch natürlich nichts dran, so wie hier bei diesem Blatt auch schon noch mit der Farbe, die wenn man so hat, ein bisschen zu verzieren und zu verdudeln. Ne? Man muss das also nicht immer hinterher mit Stiften machen, sondern kann also auch nochmal die gleichen Farben wieder hineinsetzen und auf zwei oder drei verschiedene Farben in ein Blatt und was auch immer wichtig und schön ist, ab und zu mal eine weiße Stelle zu lassen.
Ja, dieses ist auch eine sehr schöne Form, wie so eine Art Beeren oder Holunder. Man kann das auf zwei verschiedene Arten malen. Entweder erst die Pünktchen und dann Striche reinsetzen oder so wie hier erst die Striche und dann Pünktchen reinsetzen. Das ist immer ein wunderschönes Motiv zum Füllen, zum Beispiel bei Sträußen oder wenn man Kränze malt und diese kleinen so dazwischen setzt, das sieht immer total nett aus. Ja, und dann habe ich soweit das Blatt gut gefüllt. Die meisten Formen sind da. Ich rühre mir hier noch Glitzerfarbe wieder an, Chamäleonfarbe von Veronika von VH Aquarell. Und da umkreise ich erstmal die kleinen Kringel. Und das ist immer unglaublich, was das schon gleich mit so einem Bild macht. Also ja, ansonsten wird noch ein Fineliner in Einsatz kommen und ein goldener Stift von Uniball. Und nur halt noch mal ein wenig Glitzerfarbe und das war's dann schon. Jetzt wird es eigentlich nur noch ans Verzieren. Alles, was euch einfällt, ist erlaubt. Ne? Tobt euch aus in euren Mustern und ja, werdet kreativ. Schaut auch mal gern bei Instagram rum, bei Pinterest. Man kriegt immer wunderschöne Ideen, falls einem mal nichts einfällt. Und das ist dann alles immer gar kein Problem. Da kann man sich schön was abgucken von anderen auch mal. Ja, und wie gesagt, hier kommt noch mal eine zweite Glitzerfarbe hinein. Ich setze jetzt einfach noch mal in die Blätter, noch mal kleine Blätter. Auch das ist immer ganz hübsch. Und ja, so geht es immer weiter. Jedes Blatt kriegt irgendwie seine Verzierung. Ja, ich nutze ab und zu dann hier auch mal so diese ganz normalen Farbgrenzen, die dann entstanden sind beim Malen. Die sind auch immer super für solche Sachen, um da einfach dann noch mal ein bisschen Gedudel reinzumachen.
dann kommen wir auch schon wieder zum Ende. Ich löse das Klebeband und dann ist das gute Stück schon so gut wie fertig. Ja, ich hoffe wieder mal, es hat dir gefallen, hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen da. Hinterlasst mir gerne einen netten Kommentar. Ich freue mich immer riesig über eure Rückmeldung. Und wer noch nicht abonniert hat, ja, gerne auch ein Abo dalassen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Anregung bekommen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin, eure Melanie.